Heute haben wir ein ganz spezielles Thema für euch. Heute ist Weihnachten? Hallo? Und ich bin voll spitz auf ihn. Du glaubst auch an den Weihnachtsmann? Das kostet alles Geld. Oh, das ist auch nicht so. Kommentare, Kommentier-Show. Yo, Servusla und herzlich willkommen zur Kommentare-Kommentier-Show. Da wir uns gerade bei unseren Familien und Omas befinden, meine heißt Trinity. Neo. haben wir schon vor den Weihnachtsferien eine Idee gehabt, wie wir euch trotzdem mit gewohnter Kommentare-Kommentier-Show über die Weihnachtszeit bringen können. Und zwar werden wir diesmal uns selbst kommentieren. Und zwar werden wir zurückreisen, eine Zeitreise machen in die, ich würde schon fast sagen, dunkle Zeiten von Waititi. Dark, dark side. Wir gucken uns längst versteckt, verloren gegangene Perlen aus dem Waititi-Universum an, werden diese kommentieren und natürlich eure Kommentare dazu. So, seid ihr bereit, Jungs? Ja. Ich habe da nämlich ein Video von euch beiden gefunden, was ihr produziert habt, während ich im Zivi war. Das war voll geil. Und ich fand es auch damals richtig geil. Die Community fand es nicht geil, ganz so geil. Nicht. Lass uns gemeinsam Ente wird geköpft ansehen. Hallo, ich würde bitte gerne eine gebratene Ente bestellen. Ich da Ausschau, ey! Anta, Anta, Anta! Okay, super. Können Sie auch nach Hause liefern? Anta, Anta, Anta! So, wie viel macht das dann? Wow! Willst du mich verarschen? Das ist ein kompletter Kopf! Kranker Spinner! Alter, was war das denn? Deine Schauspielfähigkeiten, Alter. Boah, meine auch. Alter, was geht mit dir? Aber ich will deine bescheuerten Enten. Das ist ja schon umgezogen, aber alles schon neu. Geile Friese. Alter. Ist das random? Sorry. Der Gang ist komplett von Scary Movie geklaut. Geil. Ui, Scheiße. Geiler Effekt. Mit dem Skateboard haben wir es gefilmt, weißt du noch? Oh, hab ich da nicht mitgefilmt? Weiß ich nicht. Kurz doch, ich glaub kurz. Ja, da. Das filmst du. Ja. Da ist mein Bart langsam abgegangen. Boah, hab ich Hunger, ey. Ente, Ente. Das ist die beste gebratene Ente, die ich jemals gegessen habe. Geiler Endgame. Was genau, Leute, ist der Sinn von dem ganzen Ding? Es gibt keinen Sinn. Das ist das Geile. Es gibt keinen Sinn. Was ist die Pointe? Dass der am Ende dann. Was ist die Essenz? Dass er die doch ist. Dass er doch die geschlachtete Ente ist. Ja, dass die doch explodiert. Ich weiß nicht, auf was für Drogen wir waren. Los, weiß ich nicht mehr. Anstatt das Messer nimmt er die billigste Waffe, das Laserschwert. Ey, das Laserschwert ist das Geilste. Was war da besser? Das war ein Plastikschwert, das war kein Laserschwert, sondern ein Plastikschwert. Das war ein Laserschwert. Ich würde auch immer zum Plastiklaserschwert greifen. Also ich glaube auch, dass ein Plastiklaserschwert durchaus einschüchternder wirkt als so ein Messer. Ich glaube, das hat Disney jetzt aufgekauft. Und was lernen wir daraus? Waititi, bitte keine Waititi-Videos gucken. Ne, das steht da nicht. Ich hab's gelesen. Zieh einem Chinesen nie am Zopf. Chinesen oder Chinesen? Das ist nämlich der Punkt. Oder Chinesen. Weißt du, du hast es begriffen, du hast diesem Video einen Sinn gegeben. Genau darum geht's. Man soll Chinesen nicht am Zopf ziehen. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Das ist quasi die Message hinter dem Video. Zieh ihn nicht am Zopf. Wir machen einen Song drüber. Zieh ihn nicht am Zopf. Zieh ihn nicht am Zopf. What? Zieh ihn nicht am Zopf. Zieh ihn nicht am Zopf. Ja, soll er. Der ist cool. Also, Tong soll wieder auftauchen. Aber wäre voll cool, wenn ihr Karate miteinander macht. Also, ich finde, es kam ja Karate schon recht nah. Die Skills, die Stunts, die da waren, waren auf jeden Fall geil. Ja. Bei Heavy Metal. Professionelle Stuntmänner. Also ich habe mich schon so gefühlt wie Jackie Chan auf jeden Fall. Ich auch wie Brad Pitt. Kannst du noch mal diesen Akzent machen? Ich kann den nicht mehr. Hast verlernt. Probier's einmal. Ich weiß nicht. Soll ich den wieder machen? Ja, ihr müsst es in die Kommentare schreiben. Nee, jetzt probier doch einfach mal, komm. Ich kann das ohne den Fake Bart kann ich das nicht. Probieren kannst du doch zumindest mal. Jetzt kommt's. Also jetzt in der Hände. Enter, enter. Also ich nehm's ihm ab, für mich klingt's chinesisch. Okay, ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Video. Oh, auf das freue ich mich sehr. Oh, oh. So, da glänzt der TC in voller Pracht in dem Video, was jetzt kommt. Und zwar war das, die Idee war, ein Dr. Sommer auf YouTube zu machen mit TC als Frau, die Sexpertin. Los geht's. Herzlich willkommen zu Deine Hände, weißt es besser.
Ja, herzlich willkommen zu... Zu deine Mutter weiß es besser. Ich bin der Mutter. Ich Rock gucken. Ich bin der Vater. Ja, das wissen wir schon, dass du der Vater bist. Also, ich doch auch mal. Ja, gut. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema für euch. Und zwar bezieht sich das auf Sex. Jeder hat's, jedem fällt's. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her mit dem alten Schapter. Aber ihr habt uns Fragen per Zwitscher und per Fatzebock gestellt. Und wir haben gesagt, ob ihr Sachen wissen wollt von mir, von der Mutter. Und ich bin natürlich bereit, euch die Fragen zu beantworten mit meinem super Vorbau hier. Das ist du starrst drauf, ist das spannend. Halt, Maul! Doch alles. Geil. Du bist das. Ja, ich hab echt geile Tits da. Also, dann haben wir hier das Bienchen, hier haben wir das Blümchen und dann macht. Es hat was von Vollaciton, Alter. Abgefuckte Fotzen. Ich habe mich so cool gefühlt, ey, ich da sitze einfach nur. Ähnlich. Ja, meine Lieblingsstellung ist, wenn ich oben liegt, dann habe ich die Kontrolle und dann schlage ich. Dann geht in das Video. 6 Minuten, 7 Minuten. Und der kommt ja eher 5 Minuten. Wie 20 also kann ich auch oben die Kontrolle halten. Also ich mag oben besser. Habe ich damit deine Frage beantwortet? Was ist bei dir besser? Hallo. Nicht so lang die Zeit, das kostet alles Geld, aber das ich dachte, ohne das Video, das wird jetzt zu lang. Da muss die Produzentenseele mir jetzt was tun. Der Ton ist auch perfekt, so richtig schön hallig. Ich hab gesagt, du sollst mir nicht. Die Musik! Der Psychiater ist genau der gleiche wie du, wenn jemand die Häuser zu dir kommt, jetzt kommt die Pointe. Der steuert aufs. Dramatische MBC. Oh nein, Spritzerbauch! Kannst du noch so einen epileptischen Anfall bekommen, Os? Nee. Deine Mutter! So, das war's wieder mit den Fragen. Mir hat's ziemlich Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte jetzt alle Sachen daraus bilden. Und ja, wenn wir mal wieder Fragen an euch haben, hoffen wir natürlich, dass ihr so aktiv dabei seid wie jetzt bei dem Thema Sex. Also ich hatte Spaß mit dem Video. Ich hatte auch auf jeden Fall Spaß. Nachhinein. Mit dieser Erwartung halt wirklich jetzt was richtig Schlechtes zu sehen, dann finde ich es geil. Der Trainer, deine Mutter ist geil. Ich glaube, der Tizi und der Os und ich, also wir drei wollen uns an der Stelle nochmal offiziell bei allen, die dieses Video gesehen haben, entschuldigen. Dass ihr so viel lachen musstet. Wir wollten nicht eure Zeit verschwenden. Ich glaube, wir haben es mal wieder geschafft, mit dem Video die deutsche Comedy zu revolutionieren. Und da bin ich sehr stolz auf uns. Wir haben es damals schon revolutioniert. Kann man schon sagen. Also damals. In diesem Sinne. Es war Revolution. Kommentare. Das ist irgendwie schlecht geschauspielert. Mann, Jungs, rafft euch auf, um noch ein paar lustige Videos zu machen. Also ich habe es mir abgekauft, ganz ehrlich. Also ich fand ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich fand es nicht schlecht geschauspielert, ich fand es schlecht geschrieben. Es war praktisch nicht geschrieben. Genau, und das merkt man aber auch. Ja, sollte man auch. Im Negativen. Den Frankenscham sollte da durchkommen. Ist kein Scham, ist einfach scheiße. Ist doch mal was anderes. Niveau sitzt unter dem Tisch und heult. Geile Sache, Jungs. Muss man ja auch mal. Niveau ganz unten tief stapeln. Kannst du besser werden. Und mal Taschentuch raus und gib dir Niveau ordentlich. Sie schreibt auch, ist mal was anderes. Das heißt, nicht alle unsere Videos waren so schlimm damals. Mein Goldfisch macht bessere Witze. Ja, nur noch 15 Zocker. Dann schick uns jetzt mal ein Foto von einem Goldfisch. Ich glaube nicht mal, dass du einen hast. Oh, harter Rücktis, Alter. Tizi, geht's dir gerade nahe? Ist das schlimm, sowas? Ich meine, es ist viel Zeit vergangen. Ganz ehrlich, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wann wir das so genau gedreht haben. Drum, das ist eine andere Person, die dann im Video war irgendwie. Aber du stehst noch zu dem, was da passiert. Ich find's jetzt sehr lustig. Ich bin froh, dass wir die Erfahrung gemacht haben. Anders als andere Projekte bereue ich das nicht. Ja, apropos schlechte Schauspieler. Wir gucken da mal hier rein in ein altes Meisterwerk von Philips schauspielerischer Kunst. Hier gucken wir mal rein. Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, ich hätte dieses Jahr braver sein können. Deswegen fällt mein Wunschzettel etwas bescheidener aus. Ich wünsche mir einen lebensgroßen Wunsch. Du hast da schon voll die Geheimratsecken, Alter. PS3, ein MacBook und eine 4-wöchige 5-Sterne-Kreuzfahrt. Künstlerschal. Ich habe eine Mail an den Weihnachtsmann. Achso, ja. Heute ist Weihnachten. Hallo? Willst du dich da ausschlagen oder will nur ich dich da schlagen? Nein. Ich will mich. Nein. Naja, gut. Weil Weihnachten ist. Das war ein Fehler eigentlich. Wow. Ein Türke im Weihnachtsmann-Outfit. Weihnachtsmann! Was ist das Outfit? Oh mein Gott, Weihnachtsmann! Bad Santa, Bad Santa!
Da hat den Einsatz gesucht, der vom Rap. Komm, ich geflogen, ich hab meinen Sack dabei, alias meine Rode. Ich hab den Beat gehört. Heißt das, du hast meine Geschenke dabei? Jetzt. Warst du dieses Jahr auch immer schön brav? Dann hab ich hier deinen Dünner extra scharf. Hey, Klugscheißer, halt die Luft mal an, Mann. Ich bin der Weihnachtsmann. Mann, was will ich mit Rudolf und seiner Crew? Ich hab dicken Zähne. Oh, jetzt kommt's. Was du? Ich hab fettere Lines, fetter Rhymes. Nicht nur so ein Scheiß, wer bist du schon? Oh shit, nur ein türkischer Kreis. Du bist doch nur eine Kopie. Denkst, wer ist der Über-MC? Ach komm schon, dich ins Knie. Den Weihnachtsmann toppst du nie. Ja! Burp, that's shit! Du glaubst auch an den Weihnachtsmann? Du wirfst mir gerade eben noch vor, dass ich deinen Brief an den Weihnachtsmann schreibe. Ja, glaubst du, dann stellt sich raus, dass du auch an den Weihnachtsmann glaubst. Glaube nicht an ihn. Aber du glaubst an ihn, darum geht's. Warum habe ich jetzt mittlerweile auch einen Bart oder einen Fehler? Warum soll ich denn nicht noch gehen? Meine Mutter hat mir vorgeworfen, dass ich an ihn glaube. Ich erzähle jeder aus der Schule, dass du an den Weihnachtsmann schlaue Kopf bist. 19. Ich sag nur zu 19. Ich will's nicht hören. Hey, was? Wo ist der Dönermann? Der Dönermann. Und wo ist meine Playstation? Und wo ist meine Levi's-Hose? Und wo ist mein Zauberstab? Na, den hab ich hier. Ach so. Schlingel. Welch. Yusuf. Yusuf. Der Chef, sorry, Mann, da war nicht mehr zu holen. Geile Effekte. Das nächste Mal überlegst du besser, wen du ausraubst. Okay, okay, Mann. Mit und wofür war der denn? Dafür, dass du gefragt hast. Ich bring das Zeug mal eben rüber nach Afrika. Oh, oh, oh. Den finde ich gut. Ja, aber da geht irgendwie nicht auf, weil der Ton so schlecht ist. Man hört es gar nicht. Ja, gut, technisch hätte man noch ein bisschen was machen können. Ja, aber ich meine, hat ein paar Längen noch drin. Heutzutage Videos, die sind technisch wesentlich besser und inhaltlich wesentlich schlechter. So wie die Kochkampfschau zum Beispiel. Selbst dies. Was? Gibt's jetzt den Weihnachtsmann oder nicht? Naja, es gibt ihn schon. Er hat etwas andere Motivation als er du denkst. Dir. Also kommst du aus Afrika, dann bist du. Dann kommt er bald zu dir. Oh, TC kann voll gut rappen. Ich hab fette Rhymes. Das Sims 3 Navigator. Schreib mir mal deine Handynummer in die Kommentare. Dann rappst du dir was vor. Rapp ich dir was vor. Privatsession. Nee, danke, vielen Dank. Die Frage ist doch eigentlich, TC, sind deine Rap-Skills seitdem besser oder schlechter geworden? Ich glaube schlechter. Ich weiß noch damals auf den Partys, wo wir immer betrunken waren, so mit 17, 18, haben wir immer gegen jeden gebattelt, auch gegen die Rapper, die sich dein Hip als Rapper genannt haben, immer alle vernichtet. Also war ein bisschen realer damals. War ein realer, ja. Ich finde, also das mit den Händen hast du dir beibehalten. Ja, dass du da schon eine recht rege Bewegung hast. Aber inhaltlich und Skills. Naja. Vor allem Freestyle, ja, Freestyle macht am meisten Spaß. Sehr bescheidener Wunschzettel. Ja, hat ja auch dementsprechend gut funktioniert. Das war der Witz. Socken habe ich gekriegt. Was hast du dir gewünscht dieses Jahr? Ich habe mir nichts gewünscht, weil ich nicht feiere. Ich musste langsam bis nach 6 Jahren, musst du langsam bis nach Ostern, weil du fragst es jedes Jahr. Ich denke, er kann sich ja trotzdem was wünschen. Wünsche mir immer wieder unter die Nase bin. Ja, okay. Toll, dann wünsche ich es mir, weil ich weiß, dass ich es sowieso nicht bekomme. Vernichte ich halt dein Geschenk, Os. Ist ja nicht so, dass ich dir schon was gekauft habe. Nein. Ich will nichts. Doch, wir haben echt was für Ost gekauft. Was denn? Das sag mal dir jetzt noch nicht. Nee, ich hab dir was. Also nein. Ich hab dir am. Ihr werdet mir was gekauft haben, weil wenn das rauskommt, ich habt ihr es ja schon quasi. Haben, weil wir das schon haben. Ja. Hey, sag's mir jetzt so. Nein, das ist doch der Witz, weil das. Ach so, nee, den haben wir noch nicht. Warum nicht? Naja, weil. Scheiße, müssen wir noch kaufen. Oh, jetzt wird's knapp. Also, ich hab mir von meinen Eltern irgendwie eine coole Tasche gewünscht. Eine Tasche? Ja, so eine leise Tasche. Ja, hallo? Warum muss man sich immer sparen? Ich brauch das halt! Was wünschst du dir noch? Was hast du dir gewünscht? Was ich mir gewünscht hab? Nichts. Was hättest du dir gewünscht, wenn du eingeschrieben hast? Ich hab schon alles, was ich... Socken. Socken. Irgendwas mit Star Wars wahrscheinlich. Das krieg ich tatsächlich dann doch immer irgendwie, weil die Leute bei denen bleiben... bleibt hängen. Dosen und Star Wars, das bleibt irgendwie hängen und die krieg ich dann immer. Außer bei meiner Tante, die ist irgendwie immer noch auf dem Hype, auf dem Gedanken, dass ich Bücher mag. Und dass ich doch gern lese. Er mag keine Bücher. Der hört doch immer nur Hörbücher. Wahrscheinlich nächstes Jahr so eine... Liebe so eine Tante Michi, ich mag keine Bücher und ich lese nicht. Ich höre Hörbücher.
Ich wusste immer, dass der Weihnachtsmann ein beschissener Dieb ist. Schluchz. Ich liebe Philipp als Zauberer. Danke, Dieb. Kannst du den noch machen, den Zauberer? Der verdammt beschissene Zauberer. Komm, lass raus. Krampf im Bein. Warum im Bein? Weil ich mich so anspannen muss, wenn ich das tue. Wahrscheinlich hat er ein Ding im Arsch. Ich kann es nicht mehr. Ich habe das Ü nicht mehr rausgekriegt. Ich hab's dir gemacht. Yes! Geht noch. Okay, ja, das war's mit den Kommentaren. Ja, dann würde ich sagen, was das allgemein mit unserer Wir kommentieren, unsere eigenen Oldies-Kommentare, Kommentierschau, langer Titel auf jeden Fall. Ja. Sollten wir irgendwie abkürzen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war cool, mal so in die Vergangenheit zu gucken. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich sehr aufs nächste Jahr und ich freue mich auch drauf, in einem Jahr wieder Sachen zu kommentieren, die scheiße die, waren. Die wir lange vergessen haben, die in diesem Jahr scheiße waren. Deswegen danke, dass ihr da seid und wir sehen uns. Schöne Feiertage. Frohe Feiertage noch. Ja, frohe Feiertage. Bis zum nächsten Kommentar. Ciao. Tiershow. Ciao.